So, wir machen weiter. Und ich wünsche euch viel Vergnügen. Wir zeichnen auf Twitch auf für YouTube. YouTube-Leute, Playlist oben in der Ecke. Findet ihr auch das Video vorher, das in dieser Reihe entstanden ist. Wir spielen Prosperity. Und ich habe gerüchteweise, hat irgendjemand eben gesagt, Wassertanks sind voll. Das gucken wir uns mal aus der Nähe an. Mhm. Der ist voll. Aber Wasser wird auch woanders noch gesammelt, denn die Lagermenge ist randvoll. Wir brauchen nicht unbedingt nur die Wassersilos. Es gibt noch die... Wasser kann, glaube ich, auch im normalen Lager gesammelt werden. Ansonsten... Oder ist es das Produktionslimit, was dort oben steht? Das ist voll. Puh, wie war das nochmal? Kann das auch im normalen Lager gesammelt werden, das Wasser? Nein. Das heißt, Wasser wird nur von den Turmen gesammelt. Naja, und das ist, dann ist das da oben das Produktionslimit, was uns da angezeigt wird. Dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir, dann gehen wir bei den Wasserträgern mal auf 2 runter. Wasser wird ja auch laufend verbraucht. Oder auf 3. Und bauen noch ein weiteres Silo dorthin. Hier unten irgendwo daneben bauen wir noch eins hin. Ich frage mich gerade, wo wir die Hauptproduktionsstätten haben werden, also wo zum Beispiel sehr viel Schrott ist. Guck mal, lass uns mal alle Schrottmengen anzeigen. Schrott ist eigentlich überall. Hier sind Unmengen an Schrott. Das ist ja sehr großzügig. Vielen lieben Dank. Was ist potenziell größer? Das ist der Friedhof. Also ich denke, das ist eher die Hauptsiedlung hier. Das ist die etwas größere. Wir bleiben mal hier und bauen hier nochmal einen Wasserturm hin. Ein Wassersilo. Die können so übrigens auch sogar nebeneinander stehen. Und es gibt ja hier einen Steg irgendwo. Der ist hier. Und auf den Steg gehen die rauf. Und bringen vom Steg aus alles in die Wassersilos rein. Und an meiner Erinnerung brauchen die nur einen Steg pro Silo. Einen Steg, und da kann man so viele Silos ineinander setzen, wie man will. Aber die Leute holen sich das Wasser wiederum im Silo. Wir bauen, sag mal, wie kommen die denn um Gottes Willen? Müssen den ganzen Weg hier hinlaufen zu dem Steg, um da das Wasser zu sammeln? Nein, es gibt einen Steg um die Ecke. Hier ist auch ein Steg. Dann machen wir hier ein zweites Wassersilo daneben hin. Direkt daneben einfach. Weil nach meiner Erinnerung ist das so, dass das egal ist, ob die nebeneinander stehen oder nicht. Brunnen noch gar nicht. Brunnen kann man bauen, Dschungelschleichix. Brunnen hilft einem in den Situationen, wo man kein Wasser mehr hat, weil der See ausgetrocknet ist. Dafür sind Brunnen gut, weil ja auch in der Trockenheit alles mögliche generiert. Oh Gott, haufenweise Rehe, die wir schlachten könnten. Haben wir einen Jagdplatz? Wir haben keine Jäger. Die könnten wir für so viel Rehfleisch sorgen hier. Fischerhütte übrigens eben in der Nacht ist die Produktivität deutlich runter. Die ist tagsüber höher. Da kann man aber dann drehen durch Strom und durch andere Geschichten. Brunnen reduziert die Wege, die die Siedler zurücklegen müssen. Ja, das ist richtig. Wobei, im Augenblick ist das noch egal, weil das ist alles so knapp hier. Du direkt nebeneinander. Im Augenblick stört das gar nicht. Deshalb habe ich den auch direkt hier oben gebaut, daneben. Lieber schnell alles voll machen. Die Laufwege sind so kurz im Augenblick noch, da ist das egal. Baldige Dürre kommt. Dauert immer noch was. Zufriedenheit. Die sind schon etwas zufriedener. Ich finde, wir sollten ja noch mehr bauen. Damit die noch weniger unzufrieden sind. Minus 7. Minus 4, minus 4. Die kriegen wir rauf durch irgendwas weiteres. Wir bauen noch was anderes hin. Noch mehr Attraktivität. Deko. 8 Attraktivität. Schrott-Totem hatten wir schon. Plus 1. Blumenbeete plus 3. Ein bisschen Holz dafür.
Ein paar hübsche Blumenbeete. Drumherum. Mhm, finde ich gut. Gefällt mir. Eins. Drei Blumenbeete, bitte. Und dafür muss Radioaktivität entfernt werden sogar. Brunnen reduziert die Wege, die die Siedler zurücklegen, um was zu trinken zu bekommen. Hab ich doch gerade gesagt, oder? Ein See kann austrocknen, der wird gleich austrocknen. Komm, Raisian. Gleich, wenn die Dürre ist, trocknet der See aus. Das ist hier. Im Chat wird es richtig erklärt, und wie das eine Dier, wenn hier die Dürre kommt, wird das hier in der Mitte austrocknen. Und die Rehe, das fuchst mich total, dass wir keine Jäger haben. Aber wir haben 7 Siedler. Achso, wir müssen mal nach den Bauern gucken. Haben die alles reingeholt? Jetzt pflanzen die ja schon wieder Kohl. Das wechseln wir mal um in Karotten. Und hier wieder den Kohl. Und dann bei 7 Siedlern, 4 Bauern oben, 4 hier unten, 2 Fischer. Das fluppte doch ganz gut. Wo findet man nochmal das Inventar, wo man sich angucken kann, was die Leute im Detail an welchen Nahrungsmitteln im Augenblick haben? Das ist hier, Nahrung, Bohnen, Kohl. Haben die schon die ersten Fische? Pilze, Ziegenfleisch, nee, Birnen. Das sind die Rohmaterialien. Die ersten 20 Fische sind da. Das heißt, die Nahrungsvielfalt wird steigen und damit auch die Gesundheit. Wir sollten mittlerweile statt 5, ja, Nahrung aus verschiedenen Quellen sammeln, 6. Das heißt, wir könnten jetzt noch einen Jäger hier bauen. Wir haben auch immer mehr Leute mittlerweile. Aber ich finde, Priorität hat hier die Aktivität erstmal hochzutreiben. Das ist die Attraktivitätslinse hier. Blumenbeet plus 3, das sollte alles in den grünen Bereich reinkommen. Wird gebaut und gebaut. Mal noch einen Bauarbeiter hier rein. Ist das hier fertig? Noch nicht. Wir bauen. Holz hat dramatisch abgenommen. Ein Förster mehr. Wo arbeiten die Förster? Hier. In dieser Försterhütte. Und die ist eingestellt auf Abholzen und Aufforsten. Das ist okay. Und wo arbeiten unsere Schrottsammler? Einer. Das geht demnächst auch runter. Oh Gott, wir haben viel zu wenig hier von allem. Werkzeuge. Nur einen einzelnen. In dem Schrottplatz hier. Und wo arbeitet der? Alles Schrott hier aus der Umgebung. Das ist okay. Wir bräuchten noch einen weiteren Schrottsammler. Finde ich auch auf dieser Seite hier. Sag mal, das ist der Schrottsammler. Das sind die Schrotthaufen. 2 Recycler. Die habe ich gerade versehentlich umgestellt. Das ist okay. Die sollten wir alle auf einer Seite konzentrieren eigentlich, ne? Ich habe die Karte gedreht. Dann machen wir hier raus Nahrung. Ein Marktplatz. Was brauchen die Leute? Die brauchen... Wir könnten auf jeder Seite einen Marktplatz bauen. Das wäre so naheliegend eigentlich. Das wird uns auch empfohlen. Wir könnten da die Siedler immer alles hinbringen. Pardon, die Logistiker immer alles hinbringen. Aber erstmal, warum wird das hier nicht weitergebaut, bitte? Der Wasserturm braucht Kohle. Wir haben keine Kohle, tatsächlich. Okay, haben wir einen Kohleproduzenten? Einen Köhler, ja. Wo ist er? Ah, die Kohle wird anscheinend
Dann schicken wir da noch weitere Arbeitskräfte rein. In die Köhlerei. Zwei weitere reingeschickt. Dann würde ich gerne, weil das geht echt bald alle. Holz ist echt ein Problem. Die Försterhütte hier arbeitet schon ganz gut. Ich würde vielleicht sogar noch eine zweite hier unten hinsetzen, damit auf jeder Seite immer schnell gebaut werden kann und nicht alles sich geholt werden muss von der anderen Seite. Hier einfach noch eine Försterhütte hin. Hier an den Rand. Dann können wir hier alles schön ausbauen. Dann holen wir uns hier, da stellen wir eine hin. Oder haben wir zwei Försterhütten? Ich denke nur eine, ne? Nur eine. Geht es hier oben dem Anbau? Bepflanzung läuft langsam, ist aber alles trocken. Ich gehe mit der Spielgeschwindigkeit 1 rauf, damit wir hier ein bisschen in die Gänge kommen. Kohle ist immer noch nicht da, kein Plastik. Kommt alles. Wir können nicht zu viel bauen. Wenn wir zu viel bauen, wir müssen erstmal für die Grundgeschichten sorgen. Holz und Co. Ich glaube, einmal Baumeister haben wir genug. Das Problem sind nicht die Baumeister. Das Problem sind deren Ressourcen. Wasser. Hohe Vorräte. Obwohl wir nur 3 Wasserträger haben. Gehen wir bei dem Schrottsammler. Wann ist denn das hier endlich fertig, Mensch? Es dauert ja ewig hier. Wann bauen die denn gefälligst hier mal ihre Blumenbeete fertig? Wassersilo steht. Klasse. Attraktivität, die hätte ich gerne hoch. Haben alle Leute ein Dach über dem Kopf, ja? Holz bei 93, Schrott bei 196. Ah, das ist okay. Werkzeug und Strahlenschutz ist auch okay. Elektronik sammeln wir noch nicht. Nahrung geht so. Was ist das für ein Symbol hier? Ach, der ist voll. Einfach nur deshalb. Okay. Mensch, das darf doch nicht. Würden die das bitte mal zu Ende bauen hier? Es fehlt Holz. Ach, wir das Holz von der anderen Seite holen müssen. Okay. Botschaft angekommen. Dann bauen wir jetzt noch einmal Holz hier vorne auch hin. Weil das dauert, das Problem werden wir nachher auch nochmal haben. Dass uns hier unten Holz fehlt und dass wir das Holz holen müssen von der Försterei auf der anderen Seite. Das ist halt heftig hier. Das heißt, wir gehen einmal rein in die Ressourcen und bauen nochmal eine Försterhütte auch hier unten hin. Und bauen die direkt hier vorne hin. Den Radius übrigens, wo die Leute arbeiten, kann man noch individuell einstellen. Das heißt, die kann man durchaus, sagen wir mal, hier so an den Rand hinstellen und dann nach rechts rüberziehen lassen. Noch Straßen. Das ist der Zugang hier hinten, wollte ich Richtung zu den Bäumen haben. Hier entsteht die Försterhütte. Und da geben wir mal Priorität im Bau. Die soll als nächstes gebaut werden, bitte.
die Wälder im fruchtbaren Gebiet sind, fragt, wie das Nidir. Das hatte ich eben schon mal geguckt, glaube ich. Das wechselt. Also die Fruchtbarkeit wechselt die ganze Zeit über dem Spiel. Das heißt, man kann die da bauen, wo im Augenblick fruchtbar ist, aber auf Dauer gibt es ja keinen Verlass drauf. Das sind die Wolken, die herüberziehen. Das ist die Attraktivität. Ah ja, schaut mal hier oben. Attraktivität geht fast ein Kuchenstück nach rechts. Wenn das hier ist, dann gibt es positive Effekte. Das hat hier extrem geholfen schon mal. Und das Theater machen wir auch hier vorne mit den Häusern jetzt hier. Ja, da machen wir jetzt auch, müssen wir die 7 hier wegbekommen. Das war eine ganz entscheidende Aktion von uns. Wir gehen wieder ins Baumenü rein, in die Deko und sorgen für, am besten Schrotttotem geht schön schnell. Wobei, Holz ist ja um die Ecke. Vielleicht nur Dinge aus Holz, weil Schrott wurde oben gesammelt oder hier gesammelt. Oh Gott, ich weiß aber wieder gar nichts mehr. Schrott war Lager, Schneiderei, Recycler. Wo war unser Schrottsammler? Werkstatt, da ein Schrottplatz und der ist auch auf der falschen. Dann bauen wir hier außerdem noch einen Schrottplatz hin. Das ist der erste Schritt. Noch ein Schrottplatz hier unten bitte. Alles doppelt. Also nicht, also die Grundgeschichten einfach. Gehen hier ins Baumenü rein, gehen in die Ressourcen rein und setzen noch einen weiteren Schrottplatz hier hin. Ja, ist ja auch genug. Haufenweise Zeugs, das man hier finden kann. Hier links extrem viel. Das heißt, wir setzen den hier so an den Rand hin. Achtung, hier ist ein Förster, den wollen wir nicht alles kaputt machen. Aber hier so in die Mitte, dann zum Land, dann hat man ja, wenn wir hier so in die Mitte machen, dann wird das eigentlich erreicht von beiden aus. Und man kann den Arbeitsplatz nachher auch noch verschieben. Sagen wir hier unten hin und dann rennen die oben hin oder hier so. Da ist die Försterei, ne? Das ist die Försterei, ja, sehr praktisch, toll, danke. Also ein Schrottplatz. Hier sind die. So zwischen die beiden. Hier unten hin. Das liegt an der Straße, da kann man rauf, da kann man runter. Wir haben genug Schrott hier oben. So geht auch. Dann rennen die in beide Richtungen. Wer weiß, wo die leben werden. Die werden wahrscheinlich viel nach unten laufen. Wir packen es mal hier hin. Da kommt der Schrottplatz hin. Und was hat Priorität bei uns im Bau? Die Försterhütte hat Priorität. Danach kommt das Teil. Der Schrottplatz ist weit weg, Dschungelschleichix, ich weiß, aber der soll ja dicht sein, nach hier oben hin. Hier unten haben wir schon einen, hier wird eingesammelt, der kann, ist nach unten, hat eine Verbindung und nach links. Das reicht mir völlig aus. Wir können noch Straßen setzen, wir können auch noch weitere Dinge drumherum setzen. Im Augenblick stehen noch nicht so viele Gebäude. Das ist Absicht. Das ist die Attraktivität. Das heißt, hier unten können wir dann gleich noch die anderen Dinge hinbauen. Bürger, haufenweise Siedler, ja, ein weiteres Kind, Attraktivität geht wieder etwas runter. Hey Boss, in letzter Zeit werden wir immer mehr Siedler. Wenn unsere Bevölkerungszahl so ansteigt, könnte sein, dass es zu Versorgungsengpässen kommt. Das finde ich völlig okay, ich will umso mehr, ich will keine Zufluchten, ich will immer mehr Leute haben. Wir haben schon so viele Gebäude, es wird auch keine Fortpflanzung untersagt. Wer bin ich denn? Den Leuten zu verbieten, Liebe zu machen. Das kommt gar nicht in Frage. Mache ich nicht. Weg da, weg da. Schlechter Ratgeber. Will ich nicht hören. Will nicht. Wann ist denn die verdammte Försterhütte endlich fertig? Ist die endlich fertig? Ja, ne? Ist fertig, dann bauen wir als nächstes das Teil hier, bitte. Achso, die ist doch noch nicht fertig hier unten. Nee, ist doch noch nicht fertig. Aufbau. Arbeitsfeld. Hier bitte. Auch Arbeit. Ja. Arbeitsfeld schieben wir mal hier so hin, weil die sollen ja nichts pflanzen unten hin.
So, das ist das Arbeitsfeld hier. Und mit der Försterhütte, die pflanzen hier überall, das ist ja auch Quatsch, da schieben wir auch das Arbeitsfeld ein Stück nach rechts rüber. So. Weil links kommen garantiert an, weil die hacken nicht nur ab, die pflanzen auch. Danke nach Wuppertal zu Voyager fürs Cheeren. Liebe Grüße. Basti, danke dir auch fürs dritte Abo. Basti. Fox, liebe Grüße an dich fürs erste Abo. Mhm. Manchmal wird mir immer Sachen erst verspätet angezeigt. Entschuldige bitte. Liebe Grüße an Fox und an Klopfer fürs Cheeren. An Apokalypse Now fürs Elfte. Einen schönen Nachmittag an dich auch. Nochmal danke für die Cheerereien. An Klopfer, an unseren Matze, an Black Panther. Und so weiter. Danke euch allen. So, Försterhütte läuft weiter. Wird gebaut. Spielgeschwindigkeit ist bei, ich hatte eben ja auf zweifach gestellt, ist das immer noch? Ja, immer noch zweifache Spielgeschwindigkeit. In der Nacht ist alles langsamer. Und hier seht ihr die Lichteffekte, die Leuchtlampen, die Papierballons, die hochsteigen. Das ist ein Trauerfest. Es ist jemand verstorben und jetzt versammelt man sich am Friedhof und lässt Papierlaternen gen Himmel steigen. Also sobald hier oben das Teil fertig ist, bauen wir als nächstes, das können wir jetzt schon hier platzieren, rund um die Hütten. Wir wollen die Attraktivität in den oberen Bereich reintreiben. Noch mehr Deko-Geschichten bitte. Alle können wir nicht versorgen. Die Dürre ist da, Leute. Habt ihr es gesehen? Hecken brauchen nur Holz. Holz ist hier in rauen Mengen, ne? Genau. Holz ist direkt daneben. Dann bauen wir erstmal Hecken. Müssen wir nur plus 7 hier hinbekommen. Das ist kein Problem. Die beiden reichen hier schon. Einen weiteren müssen wir noch bauen. Ich verzichte mal auf schönen Bau. Entschuldigt bitte, eine Hecke neben der anderen. Ich weiß, das sieht doof aus. Wir könnten auch Blumen... Ach komm, wir machen Blumenbeeten stattdessen. Ich mache mal das hier wieder weg. Dann setzen wir ein paar Blumenbeete stattdessen hin. Es soll ja auch hübsch aussehen. So, das reicht, um hier wahrscheinlich die Attraktivität dann ganz auch hochzukriegen. Das ist, ihr habt eben gesagt, trocknet, mich gefragt, trocknet der See aus? Ihr seht ja, Dürre, Seefutsch. Das sieht echt bitter aus hier. Guckt euch das mal an. Unsere Wasserversorgung gleich null. Boah, es staubt ganz schön. Hier, Zufriedenheit geht hoch. Mit dem Bau hier geht die Zufriedenheit hoch und 5 Zufriedenheit. Nein, wir sind ein Fitzelchen unterhalb der nächsten Stufe. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nur wegen den beiden doofen Gebäuden hier und mit der minus 11. Das hier ist ein Lagerfeuer. Gibt das auch noch einen Pluswert? Gibt ein Lagerfeuer auch einen Pluswert? Gemeinschaft. Attraktivität plus 4, ja. Komm, dann setzen wir hier drumherum einfach noch ein paar Blumenbeete hin. Hier, Holz ist ja hier im Übermaß drin, ne? Schrott. Ja komm, wir setzen hier noch ein paar hin. Das heißt, noch mal ein paar mehr an Dekos. Wir würden ja eigentlich noch ein paar Hütten hinpassen.
Ja. Dann machen wir das zwischen den Hütten, oder? Blumenbeet hier hin. Wo ist der Eingang hier? Ich glaube nach vorne hin. Und damit sollten wir eigentlich die Attraktivität hier auf das 1 raufbringen, auf das Maß da oben hin, oder? Zwei Leute sind unglücklich. Es gibt ja so ein bisschen Pendelei rauf und runter. Nahrung ist da, Wasser ist da, Holz ist da. Wasser kommt nach der nächsten Nacht zurück. Dann ist alles wieder gut. Verteilung der Bürger. 12 Siedler. Ein Baumeister mehr. Wie sieht es mit den Bauern hier aus? Oh Gott, ist das erbärmlich hier. Bepflanzung 100%. Ertrag kommt gerade. Wisst ihr was? Wir bauen hier unten noch ein Jägergebäude hin. Na, die Weiden sind cool, da können die Jäger Tiere hinbringen, einzelne, und da können die gezüchtet werden. Wir können beides auch kombinieren. Wir brauchen aber erstmal einen Jäger, glaube ich, genau. Oder über Expeditionen, über Handel bekommt man die Tiere. Am praktischsten ist über die Jagd. Das heißt, erstmal eine Jagdhütte. Eben liefen hier noch so viele Tiere rum. Wo sind die denn jetzt? Eben waren doch haufenweise Tiere hier. Seht ihr die noch? Da sind Tiere, da oben werden ein paar angezeigt. Sind die rübergelaufen? Ach, die sind alle noch hier vorne. Da stehen sie. Sind hier rechts welche? Keine. Hier sind sie gefangen. Hier unten sind auch noch welche. Dann können wir die so in die Mitte stellen, da können die in beide Richtungen laufen. Immer abwechselnd. Nehmen den Friedhof, das finde ich passend. Da können wir danach noch die Essensreste, die Knochen beerdigen. Das Fleisch wird hier hingebracht, Knochen werden für die Tür gekippt. Da kann man sagen, hey, wir haben die Tiere respektvoll behandelt. Das ist ein Friedhof, die bekommen vielleicht eine kleine Ecke vom Friedhof. Für Knochen, Sehnen und Überreste. Zynisch? Ich finde das gar nicht zynisch. Was soll denn daran zynisch sein? Wir machen hier unten das ja mal weg, damit wir hier drüber bauen können. Ist das zynisch? Nee, ne? War das zynisch von mir? Ich glaube nicht. Findet ihr, das war zynisch? Wo ist denn das Abreißsymbol? Gott, wo ist denn das Abreißen? Straße entfernen. Das kommt weg, damit wir hier die Jagdhütte hinbauen können. Zynisch und menschenverachtend. Buschfeuer. Freundlich. Vielleicht tierverachtend. Aber doch nicht menschenverachtend. Also ich bitte dich. Hier kommt die Jagdhütte gleich hin. Ja, wir haben es geschafft. Dunkelgrün. Ja, die Menschen sind glücklich. Kaum verheißen wir ihnen, dass wir ihnen gleich Tieraas geben, damit sie noch glücklicher werden.
Schon sind alle glücklich. Jetzt werden die Leute Kinder in die Welt setzen ohne Ende. Die werden dann mit den kleinen Bambi-Leichen füttern, beispielsweise auch mit den Fischen oder mit Pilzen oder vielleicht lutschen sie, lassen wir sie auch nur am Daumen lutschen. Und Wasser geht so, ne? Wasser haben wir auch. Komm, das wird alles gut. Ich weiß euch, blühende Landschaften, eine glorreiche Zukunft und uns überleben. Alles wird gut werden.